Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Hermann und ich sitze mal wieder auf meinem Balkon. Heute geht es mal wieder um das Thema Wildkamera, aber in Verbindung von Nahlinsen. Diesen Tipp habe ich mir geholt vom Kanal von Migolito. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Ich werde euch diesen Kanal gerne einmal oben verlinken. Und natürlich auch unten in den Beschreibungen. Aber kommen wir mal zu der Erklärung des Aufbaus der Testversion mit den Nahlinsen. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich meine Kamera, das ist übrigens die Coolife H881, auf einen sogenannten Holzpfosten geschraubt mit einer Holzplatte, woran die typische Befestigung für sogenannte Wildkameras angebracht ist. Und darauf ist angeschraubt die Coolife H881. Ich hatte immer ein leichtes Problem bei diesem Aufbau, dass dieser Bereich eigentlich sehr dicht war. Das sind jetzt ungefähr so zwischen 20 und 30 Zentimetern. Und da habe ich auf Megolithos Kanal gesehen, dass man dadurch die Schärfe auch verbessern kann durch Nahlinsen. Und diese zeige ich euch einfach mal. Ich hoffe, man kann es sehr gut erkennen. Hier sieht man das. Normalerweise ist ja dieser Bereich hier, der jetzt abgeklebt, eigentlich genauso sichtbar wie hier, einen schönen Tarnfarben. Aber dort habe ich schon eine Nahlinse angebracht. Das ist die schnellste Möglichkeit, um schärfere Bilder im Nahbereich zu bekommen. Ich habe mir dazu Nahlinsen gekauft, sogenannte Close-Up-Nahlinsen. Den Link packe ich euch am besten unten in die Beschreibung. Im Lieferumfang ist dann halt eine Tasche mit 4 Nahlinsen, einem Objektivdeckel und einem Putztuch. Weil bevor man die Nahlinsen befestigt, sollte man auch die Linse von der Wildkamera vom Staub und Schmutz befreien, bevor man sie anbringt. Das Anbringen so einer Nahlinse, dazu verlinke ich euch am besten das Video, welches mich auf diese Idee gebracht hat, es auch mal zu tätigen. Aber zurück zu dem Nahlinsen-Set. Ich sagte ja schon, es sind 4 Nahlinsen dabei. Die 4 Nahlinsen sind in dem Bereich von plus 1, plus 2, plus 4 und auf der Wildkamera habe ich gerade die plus 10. Um euch das näher zu beschreiben, den Test, zeige ich euch ein paar Vergleichsvideos, wo ich dann zum Beispiel Aufnahmen habe ohne die Nahlinse, wo ich dann auch ansprechen kann, warum ich nicht ganz zufrieden war mit dem Nahbereich und dann mit den Testvideos der Nahlinse plus 4, was bei mir das beste Ergebnis kam, und der plus 10. Bei der plus 10 war ein leichter Nachteil, dass es die Tiefenschärfe nicht richtig hatte, aber das seht ihr gleich in den Beispielvideos. Und damit ich es nicht vergesse, falls jemand neu ist hier, lasst doch gerne ein Abo da. Und wenn euch das Video gefällt, gebt mir doch ein Like dafür. Aber kommen wir mal zu den Beispielvideos. So, und da sind wir schon bei unseren Beispielvideos. Wie man hier sehen kann, ist einer unserer Dauergäste da, die Blaumeise. Und hier kann man auch sehen, sie ist ziemlich dicht und da ist es auch sehr unscharf. Das ist ein sehr großes Manko von den Wildkamera. Die kommen so in dem Nahbereich mit der Schärfe nicht ganz klar. Meistenteils so ab 1 Meter werden die Bilder erst im Hintergrund scharf. Wie man hier sieht, die Mauersteine sind sehr gut zu erkennen und glasklar. Und die Amsel, die meint jetzt gerade wieder das Futterhaus aufzuräumen mit dem Futter, was ihr nicht ganz passt, ist eher unscharf. Und da sind wir schon bei der ersten Nahlinse. Das ist die Nahlinse mit plus 4. Und man bemerkt natürlich gleich einen sehr großen Unterschied
zu der vorhergehenden, wo noch keine Nahlinse drauf ist. Man kann gut die Zeichnung der Amsel erkennen. Und diesmal sieht man auch, der Amsel ist das Futter wohl genehm und schweinert nicht so doll rum. Es ist immer auch eine Streitfrage, ob man die Vögel im Frühjahr, Sommer zufüttern soll. Ich bin der Meinung, ja, weil es gibt auch zu wenig Insekten und überhaupt bei der Brutzeit wegen den zu wenig Insekten sollte man auch zufüttern, dass genug für die Jungen übrig ist. Aber kommen wir zurück zu den Nahlinsen. Hier bei der Plus 4 kann man natürlich nicht nur das gute Gefieder glasklar erkennen von der Amsel, sondern auch den Rest, also von dem Futterhaus und von den Wänden, ist klar zu erkennen. Kommen wir zu der Nahlinse Plus 10. Da kann man jetzt schon erkennen, dass der Hintergrund sehr unscharf schon erscheint. Und wenn die Blaumeise dichter kommt, merkt man, wird es schärfer. Aber wenn sie in den Hintergrund tritt, wenn sie weiter hinten im Vogelhaus sitzt, wird sie doch unscharf. Das ist das, was ich meinte, dass ich mit der Plus 10 nicht ganz so zufrieden bin. Zur besseren Übersicht werde ich die drei Aufnahmetests euch mal gegenüberstellen, dass man einen besseren Vergleich hat. Und da schauen wir uns das mal jetzt an. Und hier ist die Gegenüberstellung und man kann gleich sehen, warum Plus 4 mein Favorit ist. Das Bild ist sehr scharf, man kann komplett alles erkennen und auch die schöne Zeichnung der Amsel. Bei Plus 10, sie ist sehr geeignet für einen sehr nahen Bereich, weil die Amsel umso dichter kommt zum Beispiel, ist sie auch sehr scharf. Das würde dann entsprechen ungefähr einen Abstand zwischen 15 und 20 Zentimeter. Und ohne die Nahlinse sieht man natürlich, dass eine komplette Unschärfe im Nahbereich vorhanden ist. Das soll es auch schon von meinem kleinen Test gewesen sein. Hier kommen noch ein paar Bilder mit der Plus-C-Linse von der Amsel. Und ich hoffe, euch hat dieser Test oder Gegenüberstellung gefallen, dann gebt mir doch dafür einen Daumen hoch. Und wenn ihr neu hier seid, lasst doch gerne ein Abo da. Es ist komplett kostenlos. Damit ihr dann auch nichts mehr von mir verpasst, drückt nach dem Abonnieren auch das kleine Glöckchen, denn bekommt ihr immer Bescheid, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Ja, wie immer packe ich alle benutzten Geräte unten in die Beschreibung, falls es euch interessiert. Und da heißt es für mich wie immer nur noch zu sagen, bleibt schön gesund, passt auf euch auf und bis später.